Ja, hallo meine Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu The Quarry. Werwolf-Geschichten und Horror-Stories. Muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier nicht was übersehen habe. Sorry, Leudis. Ich glaube, wir sind gut. Ja, offener Kühlschrank. Oh, sorry, ich vergesse halt immer die Türen zu schließen. Hat halt Hunger. Ja, aber erst erforschen wir hier noch, ne? Bevor wir zurückgehen oder so. Also, ich meine, falls wir zurückgehen, aber wir werden ja entkommen. Oh Gott. Hier gibt's noch mehr. Hier kommen jetzt noch mehr, oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da hängt eine Karte an der Dings, ne? Oder ist das hier? Ha. Mama's Boy. 56. Ah. That means he was born in 1965. Spielt das ja schon in den 2000ern. Gab ja auch schon Smartphones. Ja, stimmt. Hast recht, die laufen ja hier mit Smartphones rum. Das kann nicht die 80er sein. Nee. Aber krass, wenn man bedenkt, wie auf einerseits lange es sowas irgendwie schon gibt, so bestimmte Techniken. Und auf der anderen Seite, wie eigentlich auch noch nicht so lange. Wenn ich so bedenke, wie alt meine Mutter ist, dass sie das noch gar nicht kannte damals und das dann alles so mitgekriegt hat, wie das jetzt so kam, dass jeder Handys hat und so, ist schon krass. Eigentlich auch nicht so lange her. Das halt echt, hab selbst ja ich noch mitbekommen. Ja, das ist echt heftig, was für einen technologischen Fortschritt wir einfach... Naja, ist auch ein anderes Thema. Oh, da ist noch ein Stern. Verkohlt der Sheriff-Stern von dem richtigen Sheriff, oder was? Dieser alte Sheriff-Stern wurde durch Feuer stark beschädigt. Gehört er dem jetzigen Sheriff oder einem seiner Vorgänger? Das ist ja höchst interessant. Oder seinem Bruder. War der denn auch Sheriff? Ja, das macht keinen Sinn. Ne? Sein Bruder ist ja der Hackett's Curry. Ja, ich weiß. Aber vielleicht war der früher auch mal Sheriff oder so? Keine Ahnung, macht keinen Sinn, ne? So richtig. Sonst ist hier nichts, ne? Hier noch was? Hm. Guck mal aus den Fenstern raus. Soll ich? Kann man nichts sehen. Ja, lustig, würde da irgendwie so ein Jumpscare eingebaut werden oder so. Da siehst du nur Bäume ohne Boden, siehst du? Ja. Schön. Ja, sehr schön. Vielleicht mal ein bisschen die Fenster putzen. Ja, vielleicht mal ein bisschen alles putzen, meinst du? Oder was meinst du? Weiß jetzt nicht, was das mit der... Ja. Aber dann kannst du ja auch gleich überall mal durchgehen. Also theoretisch kann sie ja gar nicht sterben, ne? Weil sie ja nachher da auftaucht in dem... This must be what he used to knock me out. I can hide this in my cell. Oh. Ach so, das ist das, was sie ihm... Ah, das ist das, was wir gesehen haben. Sie hat ihn nicht gestochen oder so. Sie hat ihn in die Spritze reingehauen. Ja. Ich meine, sie könnte sich auch selber noch eine Dosis geben und einfach die Zeit überspringen, um ein bisschen zu pennen. Aber ich glaube, da hat sie keinen Bock drauf. July 7th. Birthday Beers. Ah, am PC nochmal anmelden, ne? Ja, klar. Ja. Aber vorher hier alles durchschauen natürlich, ne? Weißt du das Datum noch? 7. Juli, 7.7. Ne, ich meine sein Geburtstag. 1965. Ah, stolz auf dich. Krass, dass ich das noch weiß. Normalerweise vergesse ich alles nach 10 Sekunden. Ich wusste es auch noch, keine Sorge, ist ja nicht so schwer. Wo waren das PC?
Ich glaube, da wo ein Tisch und ein Stuhl ist. Das kann ich mir schon wieder nicht mehr merken. Wo war dieser scheiß PC gerade? Wenn dann nämlich selber nicht laufe, weiß ich auch oben? Die Orientierung nicht. Gott verdammt. Oh, sorry Leute. Jetzt erstmal den Computer wieder suchen. Scheiße. War hier, ne? Hier war der. Ja, hier ist das Büro. Ja, auch mal so ein Gebäude unheimlich in der Nacht. Ja, auf jeden. Ja, hier ist auch kein Licht an, nichts, ne? Aber krass, wie, was für Hänger man manchmal einfach hat und plötzlich einfach Sachen nicht weiß und ah ja, stimmt. Ich bin doch noch gar nicht alt. Fuck yeah. Gotta shut it down. Weren't hikers at all, but ghost hunters who went in search of answers and fell victim to the mercy of the hag of Hackett's quarry, never to be seen again. Like us, except for the fell victim to the mercy of the blah 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 blah, blah part. We're more like ghost investigators. Specter sleuths. Sure. So. What happened next? Das sind die, die vor uns hier irgendwie waren, mal irgendwelche. Oder? Der aus dem Podcast, den Ryan hört. That spread pretty quickly. Before they knew it, the whole place was up in smoke, including the show's leading lady and her alleged. Bizarre oder banal? Meinst du, das ist der Podcast? Ja, das wurde eben erwähnt. Ach so. Echt? Ja. Habe ich das schon wieder nicht mitgekriegt? Was hat sie denn? Oh mein... Irgendwie hat mich das nicht so erschreckt, wie es mich erschrecken sollte, weil ich gerade irgendwie... Nämlich... Ah, listen to the podcast, ja. Nämlich auch nicht, aber es war trotzdem sehr, sehr creepy. Ja. Jetzt habe ich Angst, weil ich nicht weiß, was jetzt passiert. Zurück zur Zelle, I guess, einfach. In der Zelle warten. Sollen wir da jetzt wirklich warten, einfach schlafen, Alter, während nebenan ein Werwolf ist? Was bleibt ja noch wirklich übrig? Oh, es ist so creepy. Er ist noch da. Oh Mann. Da könnte ich ja super schlafen. Bei den Geräuschen, ey. Da kein Problem. You want to tell me what happened? I could ask you the same thing. Why didn't you run? Ehrlich, ne? Ach so, nee, entschlossen, ne? Ach so, ja. We've got unfinished business. Like what? Like how you're gonna tell me exactly just what the fuck is really going on here. Why would I do that? Because I could be halfway home by now. But I'm not. Because I have to help Max. Maybe I can help you too. Turn around, hands against the wall. Seriously? I am too tired to argue. But... Me too. Ach, da jetzt die Spritze, die wir haben. Hinten ist doch weg. Hm. Wollen wir ihn die denn reinrammen jetzt eigentlich? Nee, oder? Nee, ich würde es nicht machen. Nee, würde ich auch noch nicht. Würde ich auch nicht machen. Oh. So you made yourself at home. That's what you used to knock. Die mussten wir aber mitnehmen, da hatten wir keine Chance. This is dangerous.
Could you not have used that on Max last night? Maybe I'd still have two good eyes. Yes? Yes, but it's really fucking hard to do. Man wird auch so ein bisschen bestraft, wenn man zu viel explored anscheinend, ne? Ja. Irgendwie schon. Er hat uns jetzt aber gar nicht gefesselt und hat jetzt gar nichts mehr gemacht. Ist einfach rausgegangen, als er die Spritze entdeckt hat. Scheiße, das ist nicht gut, glaube ich. Watch. Ja, vertraut uns halt jetzt nicht mehr. Ja. Aber wir haben doch nichts gemacht mit der Spritze, wir haben sie einfach nur beigehabt. Nice job cleaning up. The eye. I mean. Warte mal. Max ist jetzt wieder da? It's harder than they make out in the textbooks. Jo, anscheinend. What the fuck? Was passiert hier eigentlich? Nobody's helping you. You're the doctor. Das passiert jede sieben Tage oder so? Vollmond? I'm not. And I probably never will. Oder 30? Stuck in here forever. Das ist verrückt. You know, just cause you know, doesn't mean you know. You know? What? I'm not. This isn't what it seems to be. Bin kein Korb, wollte er sagen. You're gonna have to be more specific. You and Max are in just as much trouble as I am. My family? We didn't mean to hurt anybody. We're just trying to survive like everybody else. Do you understand? Not really. We're gonna end this thing once and for all. We? Yeah. Neugierig, ja, oder? Nicht? Neugierig, ja, ja. So, how is your family involved? My family is down at the bottom of a well. What? Family is the most important thing in the world. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well and they're all just hanging on the end of a rope, how can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just gonna fall right down to the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? Right, so you're the one at the top of the well with a rope and... Yes. I thought that was obvious. Yeah, okay, yeah, I got it. Just forget it. Let's see how smart you really are. What is this? Information. Well, what does it mean? Read it. When full the moon above shines first, the beast internal shall outward burst. One by one leads lambs to slaughter. It stalks your breath, but shuns clear water. And should you yourself be cursed, armed with silver and the first, when moon is full before its wane, rend the beast that cursed you slain. No longer shall you face your blight,
or fear the dread of full moon's light. Wir müssen den ersten Werwolf töten. Genau, ja. Habe ich mir auch gedacht. Nee. And if it's a bite with which you're faced, cleave limb from torso with great haste. Perchance you'll save your cursed soul before infection takes its toll. Starting to get the picture. It's not a lot to go on. And frankly, it's shit. Why did they have to make it rhyme? I don't know. But it's all we have to go on. Kill the werewolf that bit you and you'll be cured. It has to be silver. It has to be full moon. Seems pretty straightforward to me. If you can kill the werewolf, and that's a big if. I just want to cure Max. It's not as straightforward as you think. Wenn er, also ja, klar interessiert mich schon, ob sie infiziert ist, aber wir wissen, warum er es noch nicht geschafft hat, das umzubringen. Ja, ist ja auch egal, ob sie nur infiziert ist oder nicht, ob nur alle infiziert sind oder nicht. Ja. Die Frage ist schon eher, warum sie, warum er nicht, ja. Würde ich auch sagen. If you knew all this, why didn't you just kill it in the storm shelter when you had the chance? It's not so, I was straightforward? No, yeah, it's so not, they're not so easy to hit. I was trying to protect you too. Was ist der Plan? Ja. So, what's the plan? Well, that's where I'm hoping you'll come in. Me? Yeah. Cause your studies. I haven't even started. Well, you're the best option I got. Aber geil geschrieben alles, finde ich, so Story, Dialoge, technisch. Voll gut, ey. Maybe it doesn't matter, because maybe there's another way. Whatever you believe, there's got to be some science. And you do science. Look, take some time to think about all this. I'll be back in the morning. Aber irgendwie mag ich ihn jetzt mehr. Ja. Seen enough. Ich frag mich, was er da gesehen hat. Würde ich auch gern sehen. Bro. I don't think I'd believe a word he just said if I hadn't. Mich nicht verwandelt hätte. Achso. Was hast du denn gesehen? Ich glaube ihm, ja. Warum auch nicht? Warum gibt ja keinen Grund, ihm nicht zu glauben, eigentlich? I believe him. You can't tell me you really trust that guy now. I didn't say that. I said I believe him about the werewolf stuff, not the science bit. I don't know what he wants. He's a dirty lying kidnapping cop, Laura. We should be careful of anything that fucker says. Wir haben dich verwandeln sehen, Max. Well, fuck him. He's had his chance to fix this. We're getting out of here and we're gonna fix it on our own. Hey, Laura? Warum nicht zusammenarbeiten? Ja? Er will das doch auch. Mehr oder weniger. I saw what happened. What I did to your eye? Yeah. Is it bad? Yeah, it's pretty bad. I'm so sorry. If,
passt. Ja, ja, ja. Das andere läuft ja auch darauf hinaus. Ey. Ja, aber so ein bisschen... Ja, ja. It wasn't you. I know it wasn't you. I know. But it was. We're gonna fix you, Max. Promise. I promise. Aber da macht Sinn, dass sie vorhin gesagt hat, ich will Max nicht alleine lassen. Ich dachte, die sind halt verloren, sobald die sich einmal verwandeln. Ich dachte, wusste halt nicht, dass die wieder einfach normal werden, weißt? Aber vielleicht, ja, ich meine, ich kenne Werewolf Saga jetzt auch nicht so. Why? Why'd you think, Chris? Jesus, Travis. You're still here? That's fucked up. I fucking bit one of them, Chris. What was I supposed to do? What was that? Oh, shit. Ich hab verkackt. Be careful. Ich hab verkackt. Alter, haben sie nicht gehört. Holy shit. Max! Max! What is it? Travis was just in the hall talking, the cop. So? With Chris Hackett. Was he here to let us out? No. He's the werewolf, Max. Chris Hackett is the one that bit you down on the storm shelter. Holy shit, that's... Oh, shit. Wollte der unbedingt gehen? I mean, I guess... Thinking about it, I could have. Yo. And yet you didn't. It all makes sense. That's why Chris's car was at the lodge that night. Travis was protecting him. Und der Cop weiß davon natürlich auch. And that's why he didn't kill the werewolf in the storm shelter, because it was his fucking brother. Yeah, it's genau. So obvious. If Chris was the one that bit me, then müssen wir Chris töten. Yeah, then that's our cure. Yeah. That's how we fix you. Jesus, Laura, are we thinking the same thing? Tomorrow we're getting out of here. I'm gonna get Travis's gun and kill Chris Hackett. Ja. Krass. Dass wenn man den allerersten Werwolf tötet, das funktioniert dann nicht. Laura needs help. Hä, das ist doch der erste wahrscheinlich. Laura? Nee, der vor Chris Hackett, der den, ihn in den Werwolf verwandelt hat. Ja, irgendwer muss ja der erste sein jetzt, oder nicht? Es wird der sein wahrscheinlich. What the hell's going on? Laura! Ja. Ja? Müssen wir ja wohl, wa? Oder? Ja, nicht. Okay. Give me the keys. You don't have to do this. Ja, Entschuldigung, ne? I'm sorry, but I do. Let's just talk about it. You had your chance to talk. Keys. Okay. Okay. Fuck. Ich frage mich, ob der dicke Große da auch mit denen zu verwandt ist. Ja, weil der Korb meinte seine Familie, ne? Schließt ja mehrere ein. Ja. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt wirklich Chris Hackett töten, was werden die anderen dann mit uns machen? Ja, aber das scheint die einzige Lösung zu sein und dann ist alles vorbei. Please think about what you're doing. You're not so tough. Why don't you take some time? Think about why you're in here.
Sich entschuldigen, ja. Gehen. I'm sorry. We should grab our stuff. We need silver ammo. He must have some around here. Wir zögern aber nicht, den zu töten, ne? What is it? I thought I heard someone. No, I still can. Oh Mann, gibt's noch was anderes als die Werwölfe? Erzähl mir, mach keinen Scheiß jetzt. It's coming from behind that door. Ja, diese Frau da, ne? Ja, aber... Scheint ja auch nicht böse, ne? Eigentlich? Okay, das ist gerade gruselig. As fuck. Guck mal, die hilft uns. Die lenkt uns zu Sachen, die wir brauchen. There's nobody in here. What the fuck? Siehst du? He makes them. What is it? Shotgun shells. He loads them with silver. That's where he was last month hunting. Well, I guess I won't be needing this anymore. Hey, I just realized something. We're free. Naja, nicht wirklich. Ja, erst wenn Chris tot ist, ja. No, Max. We're not free until Chris Hackett is dead. And it doesn't look like we've got much time. I know, you're right, but... Let's just take the win for now, huh? We'll celebrate when it's over. We're going straight to Hackett's quarry, and we're ending this. Tonight. Voll geil, das Game, ey. Ja. And I made my way here, to camp. Left Max at the island. Seemed like the best place for him, surrounded by water and all. That's it. That's the story. Und Max war der, der die Emma angegriffen hat. Jumped in at the same time. Wait. The island? Like our island? Like the one in the lake? Yeah, why? Meinst du? Because Jacob, he... Mm-hmm. Went back there looking for Emma. Wieso? And he hasn't come back yet. Not siehst him. Du doch gerade. Ja, oh, shit. Sie hat Max auf der Island da gelassen, auf der Insel. Well, if they were there, they're not there now. What's that supposed to mean? Don't make me spell it out for you. I've just come back from there and there's one werewolf and no people. Oh, fuck. All I know is I have to do this. I have to kill Chris Hackett before it's too late. After you saw me at the pool, after I shot Chris, I went back to the island expecting Max to be back to normal. But... Oh. Warte. Hat sie jetzt schon Chris erschossen? Hat sie Chris erschossen? Denn ist ja doch nicht die Quelle. Ah, und deswegen war es dann nass. Oder? Als wir dahin sind. Ja, aber... Das Boot, wo er meinte, irgendwie das wäre benutzt gewesen. Ja, das ja.
Hat sie ihn jetzt schon umgebracht und geht gerade zurück oder geht sie gerade hin? Ich glaube, sie geht gerade zurück, weil sie denkt, jetzt ist, wäre er normal, denke ich. Max? Ah ja, hm. Oh oh. Max! Oh, Quick Times. Bestimmt. Naja, sie lebt doch. Also, ich glaub, ja, ja, aber bestimmt mit. Irgendwie trotzdem irgendwas. Max? Hallo? Spring ins Wasser. Jawohl. Boah, es ist so creepy, ne? Boah, die Gesichter sind so ekelhaft von den Viechern. Man weiß ja auch, wie es aussieht, wenn die sich verwandeln, aber ich würde gerne sehen, wie es aussieht, wenn die sich zurückverwandeln, wie die dann auf einmal ihre Fresse wieder haben. Ja, das macht nicht so Sinn, ne? So das andere kann man verstehen. Ja, ja. That wasn't a werewolf. It was Haley Hackett, Chris's daughter. Aber Werwölfe machen da doch einfach keinen Sinn. That was no girl. Unless I guess it turned back after I shot it when I went to the island. Wait, so how come Max didn't kill you then? Ja, das werden wir wohl erst beim nächsten Mal beantworten. Wir müssen hier nämlich Schluss machen, Leute. Wir sind bei 32 Minuten, so leid es mir tut. Aber ist ja nicht schlimm, denn im nächsten Part geht's weiter mit The Quarry. Tschüssi.